Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit Remember Me. Bevor ich jetzt hier weiterspiele, beginne ich den Part, wie so oft, mit ein paar Informationen aus dem Spiel. Und ihr könnt wie immer natürlich einfach vorspulen, wenn es euch nicht interessiert, kein Problem. Ich mache das aber trotzdem, weil es mich selber auch interessiert und weil ich das immer mit euch zusammen bisher gelesen habe. Und ja, genau, ich wollte eigentlich den Cartier wollte ich, glaube ich, machen zuletzt. Und dann wollen wir mal mit Charles Cartier-Wells auch anfangen. Charles Cartier-Wells. Als ein wahres wissenschaftliches Genie folgt der Erbe der Cartier-Wells-Dynastie unermüdlich seinem Bestreben, eine bessere Zukunft für die Menschheit zu erschaffen. Als Erfinder des Sensens lebt Charles nun im Herzen der Monopolis-Türme. Sein erstes Gemeinschaftsprojekt basiert auf dem permanenten Teilen von Erinnerung und Gedächtnis. Als Sohn von Antoine Cartier-Wells, der 2012 Memorize gegründet hatte, führt Charles natürlich die Forschung der Familie in Bezug auf die Kontrolle neuronaler Schnittstellen fort, die das Vermögen des Konzerns begründet hatte. Als der brillante Wissenschaftler, der es war, wandte sich Charles bald vom Finanzmanagement seines Imperiums ab, um sich allein auf die Forschung zu konzentrieren. Im Frühling 2064 vollendete er die Arbeit seines Vaters an der Digitalisierung menschlicher Erinnerung und läutete so das Zeitalter des Sensens ein. Charles Cartier-Wells wurde scharf kritisiert, als er die Kontrolle über das Familiengeschäft seiner Frau überließ, um sich auf die Modifikationen und speziellen Anwendungen für den Sensen zu konzentrieren. Allmählich zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück, um sich voll und ganz seiner Arbeit über das Teilen menschlicher Erinnerungen zu widmen. Die ersten Experimente seines In-Vivo-Konzeptes begannen 2074 als Ort des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, das auf dem permanenten Teilen der Erinnerungen seiner Bewohner basiert. Das Mnemopolis-Projekt hatte ein dreiteiliges Ziel: architektonische, technologische und soziale Experimente. Im Zentrum dieses Gerätes, versteckt in einem abgeschlossenen Raum, der Konzeptwürfel genannt wird, träumt Charles Cartier-Wells noch immer von einer hochentwickelten Menschheit, die von all ihren Ängsten befreit und bereit ist, sich den überwältigenden Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Das so zum Neo-Paris VIP. Und dann wollte ich natürlich immer noch etwas über die Geschichte und so. War das das hier? Ich weiß es gerade nicht. War das die Geschichte oder Orientierungspunkt, Memorizing Sensen? Nee, das war das hier, genau. Die erste zivile Anwendung wollte ich auch nochmal vorlesen, mache ich nochmal eben. Kurz nach der Markteinführung des Sensens war die Nachfrage für spezielle Anwendungen überwältigend. Den öffentlichen Forderungen und einem gemeinschaftlichen psychologischen Bedürfnis nachkommend, konzentrierte Memorize seine Forschung auf die Einlagerung von Erinnerungen. 2066 wurde der erste Erinnerungsspeicher eröffnet. Er gilt als die erste öffentlich verfügbare zivile Anwendung. Hatten wir das schon? Ich weiß es gerade nicht. Oh Gott. Nee, ich glaube nicht. Verfügbare zivile Anwendung. Seit Beginn des Sensenszeitalters stellte das Gedächtnis-Backup den beliebtesten Prozess dar. Einige Kunden wollten ihre wertvollen Erinnerungen sicher aufbewahren, während andere peinliche, schuldbewusste oder schmerzliche Erinnerungen vergessen wollten. Viele von ihnen hatten während des Europäischen Bürgerkriegs grausame Leiden erdulden müssen und trugen davon noch immer Narben. Einige konnten den Sensen auch dazu verwenden, bestimmte Fehler oder Leiden zu löschen oder zu vergessen und sich selbst neu zu erfinden, während andere wiedergeboren werden und neu beginnen wollten. Einige Beobachter von Trends in technologischen Kundenverhalten verglichen diesen Hype mit den Eroberungszügen des Fernsehens oder Handys, die ebenfalls in nur wenigen Jahren zur Normalität geworden waren. Memorize erschuf den ersten Erinnerungsspeicher im Jahr 2066, um den deutlichen und drängenden Bedürfnissen der Nachkriegsgesellschaft nachzukommen. Skiller Cartier-Wells übernahm die Kontrolle über den gesamten Konzern und machte, wenig überraschend, ihren Ehemann zum wissenschaftlichen Projektleiter. Charles Cartier-Wells entwarf in weniger als 3 Wochen eine funktionierende Lösung. Er war davon überzeugt, dass traditionelle digitale Speicherung sowohl ineffektiv als auch unzureichend sein würde, um große Datenmengen an Erinnerungspfaden zu speichern. Er entschloss sich also, den Prototyp des Gedächtnisnetzwerks H3O mit einem substanziell erweiterten physischen Rahmen äquivalent zu Hunderten von Servern zu verwenden. Die ersten Tests bestätigten die beinahe unendliche Kapazität dieses neuen Supercomputers. Der öffentliche Druck war so stark und die Laborergebnisse so überzeugend, dass Memorize die Einführung des H3O beschleunigte. Auf H3O sollte nicht nur ein Erinnerungsspeicher für Sensen-Benutzer laufen, vielmehr entschloss sich Skiller, Cartier-Wells, noch im selben Jahr, ihn als Memorize-Zentralserver zu verwenden. Ja,
Teile wussten wir davon natürlich schon. Aber trotzdem war das nochmal, finde ich, interessant, so um das nochmal zusammenzufassen und sich darüber klarzumachen, wie das alles hier entstanden ist. Ich gehe jetzt rein zu seinem Büro. Ich verstehe nicht, warum die Eltern nicht mitkommen. Beeil dich, Jax. Papa mag es nicht, wenn wir hier unten sind. Oh, ich habe so ein ungutes Gefühl. Ich kann nur das nochmal wieder bestätigen, was ich das letzte Mal schon gesagt habe. Oh Gott, Nilin, was ist hier passiert? Jax, lass mich nicht allein! Also sie erinnert sich ja jetzt wieder an sehr vieles oder alles, weil ihr Vater hat ihr eigentlich alles wiedergegeben. Aber trotzdem. Trotzdem ist es, als ob irgendwas Schlimmes passiert ist, was sie jetzt herausfindet oder so. Und jetzt? Muss ich hier wieder zurück? Warum verschiebt sich hier nur alles immer? Da soll ich lang. Okay. Ich war kein sehr glückliches Kind. Ich war kein sehr glückliches Kind. Jax war dein einzig wahrer Freund. Da bist du. Du hast nicht geantwortet. Lange hatte ich deine Erinnerungen nicht mehr erlebt. Fast vergaß ich, wie sie schmerzen. Was heißt neu erlebt? So viel Schmerz, Schwester. Und so lang, so leer, so wahr. Edge, du machst mir Angst. Weiter, kleine Schwester. H3O muss verschwinden. Langsam merkt auch Nilin anscheinend, dass mit Edge irgendwie, dass er drängt sie halt die ganze Zeit immer. Er drängt und drängt und drängt. Und warum drängt er nur so? Er will das irgendwie alles kaputt haben. Und sie fühlt sich schon langsam gar nicht mehr wohl, habe ich das Gefühl, bei dem Ganzen. Genug jetzt! Nimm meine Hand, wir kommen zu spät. Und da bin ich. Hier, wo alles begann. Ja, es war hier, wo du mich gebarst. Ist dieser Ausdruck nicht ein wenig beleidigend, Bruder? Es ist nur eine Frage der Perspektive. Wann kamst du drauf? Genau. Edge ist H3O. Jetzt weiß ich. Natürlich. Wirklich, ich will sterben, Nilin. Ich lüge nicht. Wer bist du? Wirklich? Ich bin Edge. Ein Spontanwesen aus der Jauchegrube, in die der Mensch seine grauenhaftesten und schmerzlichsten Erinnerungen versenkt. Ich bin H3O. Meine erste Erinnerung sind die Tränen eines Mädchens. Ich bin das Kind von Memorize und sein schlimmster Feind. Der Vater der Leaper und ihr Todesengel. Ich bin dein Freund. Du musst mich töten. Und wenn ich nicht will? Du hast keine Wahl, Schwester. Du musst dich mir stellen. Und solltest du nicht gewinnen, vernichte ich dich. Ich habe Angst. Auch ich. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt, was kommen wird. So eine Art Endkampf vielleicht, ich weiß es nicht. Aber sie soll ihn töten. Er ist die Maschine sozusagen.
zerbrechen wir deines Vaters Lieblingsspielzeug. Edge. Edge, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich bin H3O. Edge war nur ein Teil von mir. Ein Agent. Geschaffen, partitioniert und gesandt, dich zu finden und herzubringen. Aber du bist Terroristin. Du schworst, das Wüten von Sensen zu beenden. Ich bin H3O. Ich bin Sensen. Ich bin die Reaper. Töte uns. Oha, jetzt geht's los. Wann kann ich mich bewegen? Was kann ich tun? Wie greife ich das Ding überhaupt an? Zerstöre den schwarzen Gedächtniswürfel, damit ich mich nicht mehr erinnern muss. Und wie? Dieser Würfel birgt einige meiner schlimmsten Erinnerungen. Zerstöre ihn! Ich weiß nicht wie. Zerstöre den schwarzen Gedächtniswürfel, damit ich mich nicht mehr erinnern muss. Wie kann ich denn das Ding hier mal anvisieren? Dieser Würfel birgt einige meiner schlimmsten Erinnerungen. Zerstöre ihn! Wie denn? Zerstöre den schwarzen Gedächtniswürfel! Verwenden Sie die Sendereihe, um schmerzliche Erinnerungen zu zerstören. Die Aktivierung einer Lohne könnte ebenfalls hilfreich sein, okay? Dieser Würfel birgt einige meiner schlimmsten Erinnerungen. Geht klar? Wow, okay. Oh, die Kameraperspektive ist nicht einfach. Stell dir den Moment vor, da ich mir meiner selbst bewusst wurde und verstand, wer ich war. Neues Leben steigt aus den grausigsten Erinnerungen der Menschheit. Ertrinke in Memorielschlamm. Jeden Tag leite ich den Überlauf in das Gedächtnis derer, die am meisten... Was mache ich mit diesem Schwachpunkt, der da steht? Einfach drauf schießen. Drauf. Okay. Oh, weg. Steh auf. Oh, steh auf. Wir waren Freunde. Ja, wir waren Freunde, aber du willst, dass ich dich töte. Ah!
Oh oh, ich bin gerade kurz vorm Sterben, glaube ich. Aber zumindest habe ich irgendwie die erste Runde schon mal so ein bisschen geschafft, glaube ich. Was kommt jetzt? War ja klar, dass die wiederkommen. Ja, war klar, dass ich sterbe. Ich habe nämlich kaum mehr Lebensenergie gehabt. Ich hoffe, ich kann jetzt direkt in die zweite Runde wieder einsteigen. Und dann sollte ich mal mir angewöhnen, nicht nur immer anzugreifen, sondern auch mal heilen. Ja, das ist gut. Dein Vater hat den Hakai-O-Server nicht entworfen, damit er so wird wie ich. Aber das Versprechen eines Glücks nach Maß war zu verlockend. Rost in Frieden sollte ich. Okay, dann werden wir das auch tun. Und nun ich. Oh, schön. Von Schuld, Angst, Verlust und Reue. Sein Leben wurde so unerträglich, er musste ein Ende machen. Ergib dich mir. Ich wische deine Schuld im Handumdrehen weg. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Es ist irgendwie gerade so schwierig. Ich will da eigentlich auf diesen schwarzen Würfel mal kommen. Man soll doch eigentlich den schwarzen Würfel angreifen, oder? Mist, er kommt wieder von hinten.
Ja, ich muss mal wieder ein bisschen jetzt Zeit auch verwenden zwischendurch. Wenn ich kann, wenn ich schaffe. Oh, Mann, die sind so schnell auch. Immer wieder neuer. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich will mal kurz wissen, wie ich Zeit reinkriege. Okay, es müsste eigentlich durch YY kommen. Aber es kommt irgendwie nie. Noch meine Zeit, wenn sie nicht kriegen. Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Ich drücke die ganze Zeit YY und es geht trotzdem nicht. Warum nicht? Weil ich zuerst X drücken muss. Ach so, Entschuldigung. Ich habe immer... Deswegen, okay. Ja, funktioniert super. Ja. Ja, endlich. Und was sollte ich jetzt machen? Ich sollte doch irgendwie eine Logikbombe machen oder so? Oder Rost in Frieden? Nee, Rost in Frieden war das, glaube ich, sogar. Macht aber nichts, jetzt habe ich den Dreh raus. Wie ich die Zeit wieder erhöhen kann.